Leute, willkommen und einen schönen Freitagabend. Freue mich, dass Sie dabei sind. Hier ist mein Rateteam. Günther Leiner. Eva Marolsch. Beppi Hopf. Florian Schäuber. Und Viktor Gernot. Wir haben uns lange überlegt, was soll das Sendungsthema sein? 18. Mai 2018, das Thema ist, ja, Hochzeitstag. Das ist ein Schmäh, oder? Nein, es ist wirklich, ich schwöre dir, es ist... Ja. Ich hab heute, das ist jetzt auch kein Schmäh, ja. Heute Hochzeitstag. Ich weiß. Und deswegen, warum weißt du das? Weil ich das weiß, weil es unser Sendungsthema ist, allerdings wir reden von dem von morgen. Meghan Markle und Prinz Harry werden heiraten. Na. Und ihr habt heute den Hochzeitstag. Du, ich weiß, es sind hauptsächlich britische Goodies, weil eben Harry Mountbatten Windsor und Meghan Markle morgen den Bund fürs Leben schließen. Da haben wir die beiden Hübschen. Und wir freuen uns auf die Royal Wedding auf Schloss Windsor. Und wir haben uns einmal gedacht, einmal soll doch die erste Frage tatsächlich mit dem Sendungsthema zu tun haben. Und ich möchte von euch jetzt gleich zu Beginn wissen, was ist ein Hochzeitsbitter? Was bitter? Aber vielleicht ist es deswegen jetzt auch speziell genau auf diese Hochzeit, die morgen stattfinden wird, maßgeschneidert die Frage, weil das ja, wenn man genauer hinschaut, schaut ja dieser Prinz Harry aus wie der eine Reitlehrer, den die Prinzessin Diana damals kommt hat. Jösser. Und ich meine, das ist schon bitter. Man weiß nicht. Wie hat denn der geheißen? Ich weiß, die berühmte Reitlehrer, hieß der nicht eher auch Andrew oder so? Wie heißen alle? Hewitt? Ich weiß es, wer denn der Kassen? Hewitt, du hast recht. Wieso merke ich mir so einen Blödsinn? Das ist zum Beispiel, ein Hochzeitsbitter ist, wenn zum Beispiel, es gibt Singles, ja, also die nicht verheiratet sind, und die wünschen sich unbedingt, dass heiraten. Ja, und dann gehen sie zu einer Frau so, bitte, bitte heiraten, das ist ein Hochzeitsbitter. Das ist schön. Das bitte, ist bitte wunderschön. Au! Tut mir leid. Probieren wir uns mit was anderem? Ja, das Günther, das aber nennt man Stalker. Ja, ich hab's genauso gemacht. Aber jemand sagt doch, dass das jemand ist, der bittet. Ach, so hast du gedacht. Ja. Da bekommst du nur, das ist so, auf sowas kommt ja kein Mensch. Hochzeitsbitter, natürlich. Ja, ja, ja. Ich kann nicht Mensch. Genau. Ja. Ich hab das ja gerade, wieso? Hast du das nicht? Ja. Ja, eh. Aber, es ist, also. Aber es ist bitter im Sinne von Geschmacksrichtung. Aha, natürlich. Also so geschrieben, weil ich habe zuerst geglaubt, das ist dieses türkische Brot. Also wenn das Budget gering ist, dass du halt beim Kebabstandl feierst. Hochzeitsbitter. Statt der Torten gibt es ein Hochzeitsbitter. Da müssen wir uns, autografen. Es ist so ein wunderbarer Gedanke, Peppi. Wunderbarer Gedanke. Du bist da romantisch. Natürlich. Eine schöne Assoziation. Liebe Eva. Nein, ehrlich. Oder? Vielleicht kommt es von dem Ausdruck Hochzeitswerkzeug. Hochzeitswerkzeug. Das männliche Genital wird ja auch Hochzeitswerkzeug genannt. Was? Und wenn man sie in der Hochzeitsnacht, er zieht sich aus und sie sagt, zeig mir dein Hochzeitswerkzeug. Was? Das ist alles, das ist bitter. Das ist bitter. Hochzeitswerkzeug. Ist das jetzt was? Ich kannte das nicht. Hast du das spontan erfunden? Nein, gibt's. Den Ausdruck Hochzeitswerkzeug gibt's. Ja. Ist nicht mehr sehr gebräuchlich. Also, sonst würde ich ihn kennen. Ich würde es kennen. Ja, du hast noch nicht geheiratet zum Unterschied von mir. Nicht? Früher hat man auch Spargel dazu gesagt. Der Karotte. Okay. Veronika, der Hochzeitsbitter wächst. Warum ich vorher so reagiert habe, na, auf das kommt ja kein Mensch, war natürlich ein widerliches Manöver, um von der richtigen Antwort abzulenken. Wer hat's gesagt? Na, die Eva und der Günther waren schon in der vollkommen richtigen Richtung. Aber ich wollte ein bisschen Sendezeit schinden. Ne? Aber was habt ihr gesagt? Nein, das ist doch, ich glaube, das wäre zur Hochzeit bittet, oder? Der Pfarrer. Nein, ich glaube, das war das Anhischix, der schöner ist als du, der die Frau fragt, die sagt dann ja und dann kommst du. Also so eine Art... Okay. Ein Strohmann. Strohmann. Aber ich gebe euch, ihr könnt jetzt drauf kommen, es ist im Prinzip eine offizielle Berufsbezeichnung im Barock. Und der Hochzeitsbitter ist im Prinzip der Vorläufer einer heutigen... Vom Wedding Planner. Das ist der zur Hochzeit bittet, vollkommen der um... Ja, vollkommen richtig. Der Wedding Planner von damals. Der Hochzeitsbitter hatte die Aufgabe, eben, wie gesagt, im Barockzeitalter, Braut, Bräutigam sowie die Brauteltern alle um Auskunft zu bitten,
wie sie denn die Hochzeit gerne hätten. Und nach deren Wünschen wurde sie dann ausgerichtet. Und das heißt heute Tinder, ne? Mhm. Das System, das gleiche. Tinder? Ja. Tinder. Ja, Kinder kommen nachher dann. Danke dir. Aber ich glaube, früher in Österreich hat sich ja die Eva Maria Klinger am Wochenende immer was dazu verdient. Ja. Bitte, bitte, bitte. Er ist stubenrein und kastriert. Bitte nehmen Sie ihn. Danke. Ja, einmal Harry und Marcel. So, das war der Hochzeitsbitter. Silvi Hertel aus Wien bekommt den 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Abo. Das war's gut. Gut. Das gibt's schon. Was gibt's schon? Ja, alles gibt's. Alles gibt's, ja. Ist das ein Servietten oder was ist das? Ich, ein Geschirrtüchel, glaube ich. Nein, das ist die Unterlage fürs Bett. Dann tue ich nicht auseinander. Nein, mach's mal nicht. Mich interessiert's ja auch. Das ist ja, normalerweise darf ich nichts auspacken, weil das macht Geräusche. Ja, aber du, ein Geschirrtüchel macht auch so ein Geräusch. Das aber ist essen ja, wirst du es ja jetzt nicht, oder? Achso, das muss man da. Mach's nicht hin. Na, was ist, na, das ist das schön? Wow. 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 Na, vor allem, wenn es vor meinem Gesicht ist. Ist das schön? Aber du kennst das Bühnen aus? Na, bist du schier! Das ist ein alter Hochzeitsbrauch. Das immer das Geschenk meiner Frau. Ich habe nur so gemacht, als ob. Ja. Schau, dass er gerne noch reingeschneit. Ja. Das gefällt dir sicher. Warum ist da der John McEnroe drauf? Ja. Aber du sagst, das ist ein alter Hochzeitsbrauch. Das erinnert mich daran, dass dem Victor seine Nase wahrscheinlich eher das Hochzeitswerkzeug ist. Ja, in Frankreich vielleicht. Ja. Ja, das Lustige ist, die geht immer. Gib mir einen Nose-Job. So, aus jetzt, Alter. Und wenn es ringt, ist nicht so schlimm. Naja, wobei, im Englischen heißt der Schnauzen blow your nose. Also das wäre tatsächlich ein Blowjob. Können wir bitte das Thema wechseln? Bitte gerne, bitte gerne. Du, und gerne, wenn es ringt, ist nicht so schlimm. Aber ich... Geh jetzt auch. So. Weil der Peppi Hoppe heute da ist, der ja auch im Nebenerwerb Biobauer ist. Und machst du nur Gemüse oder auch Obst? Nur Gemüse. Nur Gemüse? Oh, schade. Ich frage nämlich jetzt, was ist eine Hirschbirne? Schade. Eine ist eh kein Obst. Hat's 100%. Aber Hirschbirne haben wir schon gehabt, den Begriff. Was haben wir schon gehabt? Hirschbirne ist wie ein Pferdeapfel, wenn ein Hirsch Gaxi macht. Da gibt es die Pferdeäpfel und die Hirschbirne. Ich war doch da, wie wir den Begriff schon gehabt haben. Ja, dann gib die Antwort. Das gemerkt, aber ich weiß es nicht mehr. Klassiker. Ich weiß es nicht mehr. Oh ja, Moment. Es ist jetzt, okay. Nein, Achtung, Achtung. Wir machen, das ist, das, wir machen, das muss ich jetzt, du hast vollkommen recht, du stehst sogar auf der Liste. Es passiert manchmal. Habt ihr mir was sagen, oder was? Nein, ja, das dürfte jetzt eigentlich nicht passiert sein. Ich muss es noch einmal den Damen und Herren zu Hause erklären, weil es gibt auch immer Leute, auch nach 14 Jahren, die glauben, dass wir live sind. Und das stimmt nicht, meine Damen und Herren, wir sind eine aufgezeichnete Sendung. Wieso sagt man das, keiner? Moment! Lass mich nur kurz erklären, die Damen und Herren. Und ab und zu müssen wir, weil wir einfach zu viel Sendezeit produzieren, müssen wir kürzen. Und diese Hirschbirne hatten wir eben vor ein paar Wochen. Ich glaube, am 2. März 2018 haben wir sie gehabt. Und normalerweise machen wir nicht den Fehler, dass dann sitzt ein anderes Rateteam. Dann wir verwenden die Frage nochmal. Nur der Leiner ist uns jetzt passiert. So, kennen Sie sich auch? Der Leiner ist am Herzen. Na, meinen Eltern bin ich auch passiert, aber heute bin ich nicht. Aber es ist so toll. Es ist super. Günther, März 18. Wir machen uns, weißt du, wir machen uns seit Jahren immer Gedanken, wie wir neue Fragen bekommen. Na, wir fangen jetzt mit den Fragen aus dem Jahr 2004 nochmal an. Wir werden, desto mehr kannst du das machen, Oliver. Ja. Du kannst jede Woche die gleichen Fragen stellen. Du kannst am Ende der Sendung die erste Frage nochmal stellen. Er hat keine Ahnung mehr. Es ist so arg, echt. Die Frage ist, ich weiß, was ich noch gesagt habe, welche Antwort, aber ich weiß die richtige Antwort nicht mehr. Okay. Also, ich weiß den Plätzchen, weiß ich noch. Ja, aber na, was hast du gesagt damals? Na, ich habe zum Beispiel gesagt, die Hirschbirne ist, das bei der Birne, wenn man um der Stängel, ja, das wie ein Hirschgeweih ist, ja, und das ist die Hirschbirne. Richtig, das hast du gesagt und habe gesagt, nein, die Hirschbirne hat definitiv kein Hirschgeweih. Genau, das ist eine eigene Sorte. Die Hirschbirne ist eine eigene Sorte, ja. Die nur die Hirschen essen. Stimmt auch nicht. Da macht man einen Schnaps draus, oder? An Hirsch, was, an eine Seife macht man. Die Hirsch. Mir kommt das irgendwie bekannt vor von einem Schnaps.
Könnte es sein? Ich weiß nicht. Also einen Tipp gerne ich euch geben. Sie kommt wirklich, also es ist eine Birne, wie man jetzt sieht, und sie kommt aus der Oststeiermark. Und das ist ganz wichtig. Die Bestäubung findet statt durch herumwandernde Hirschen. Mhm. Die sind bei einem dieser Birnenbäume und da werden dann so diese Pollen und Samen von den Blüten der Birne, die werden dann da sich niederlassen auf dem Geweih und dann geht er zum nächsten und tut da wieder und sich wir rein. Kümmern uns so um die Bienen. Ja, und diese Hirsche, die wir kennen, nennen sich Meier. Sehr lustig. Ja, aber das stimmt auch nicht, glaube ich. Nein. Gib uns einen Tipp. Da habe ich ja gesagt, Oststeiermark. Ja, das es ist eine Birne. Das haben wir schon draufgekommen dann. Ja, aber warum heißt sie Hirsch? Ihr seid nicht draufgekommen, sonst würden wir die Frage nicht. Weil sich die Hirschen so gerne an diesem Baum reiben. Am Baum reibt sich eine Sau. Nein, nein. Wenn sie das Geweih abwerfen. Ach so, dann, ja. Und wie sie sich reiben, mein Lieber. Wetzen. Ja. Ja, ja, du immer mit dem Wetzen. Komm, es ist echt. Zwischen Reiben und Wetzen. Dir braucht man nur so ein kleines Zündhölzchen hinschmeißen und du schon wirst du ordinär. Ist immer dasselbe. Ich natürlich. So. Ja, weißt, sie machen auch die Hirschbirne, machen sie eine Hirschseife. Mhm. Habe ich auch gesagt. Ja. Das war schon damals nicht lustig. Aber es ist halt auch das Publikum, die haben gelacht. Das ist auch das Publikum, ein gutes Publikum. Bravo. Bravo. So. Ja, man müsste aus der Oststeiermark kommen, dann würde sich das sofort erklären. Also pass auf, noch einen Tipp gebe ich. Sie wird erst ab Mitte Oktober geerntet. Wenn die Prumpfzeit der Hirsche ist. Jo. Wenn's du willst. Aber ich meine, jetzt ehrlich, du als Biobauer, ich meine, ein bisschen, auch wenn du kein Obst hergibst, aber also abbaust. Nein, Mitte Oktober eine Ernte ist auch unüblich, oder? Also für Spätlese. Ihr glaubt immer, der Hirsch hat was mit dem Hirschen zu tun. Hat's nicht. Wir sind in der Oststeiermark. Und Mitte Oktober, welche Herbstzeit haben wir da? Herbst. Hirsch. Das war's. Jetzt. Wie geht's weiter? Was? Da sitzen die Jäger immer drinnen. Nein, Herbst, sie sagen statt Herbst, sagen der Hirsch. Nein, sie sagen Hirscht. Ist der Hirscht. Und es hat sich eines, war immer die Hirschtbirne. Genau. Ernsthaft? Und im Laufe der Zeit hat sich das einfach immer mehr und mehr so quasi verschludert. Und irgendwann wurde aus der Hirschtbirne die Hirschbirne. Ich glaube, die Frau könnte es wieder ausschneiden. Ja, dann kommen Sie in 3 Monaten wieder. Diesmal bleibt sie drin. Großartig. Der hat schon auch 300 Euro Punktgutscheine. Nein, er hat sie nicht erfahren, der Einsender, weil wir sie rausgeschnitten haben. Aber jetzt erfährt er es. Na, schauen wir mal. Aber jetzt weiß der, wegen dir weiß er, dass er jetzt schon 2-mal die Frage hier gestellt worden ist. Ja, aber du hast das gemacht. Aber geht's noch. Das ist ja lustig. Aber alles ja, Hirschbirne, Hirschbirne. Ja, Hirsch unseres Lebens. Ja. Wahnsinn. Gut, ich bedanke mich jetzt endgültig bei Jakob Wagner aus Wien. 300 Euro Büchergutschein für die Hirschbirne. Danke. Meine Damen und Herren, einmal pro Woche darf ich mich ganz vertrauensvoll an Sie wenden, mit der Bitte, uns Fragen zu schicken. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen. Die Adressen sind an dieser Stelle eingeblendet. Diese Woche haben wir auch eine Dame besucht und die hat die nächste Frage für uns. Schönen guten Abend, mein Name ist Lisa Sutterlütti und ich komme aus Völkermarkt. Meine Frage ist, was ist der 24-Stunden-Stuhl? Dauerdurchfall. Also ich glaube, das ist... Das erste Mal, dass das Publikum auf Anhieb schmutziger denkt als das Rate. Ich habe sie ganz genau. Der Locker. Das ist nur euer schlechter Einfluss. Nein, mein schlechtes Gehör. 24 Stunden Stuhl. Ja. Das war eh richtig. Wir haben schon gesagt, Dauerdurchfall ist schon durch. Ja, Scheißerei halt. Nein, der Durchfall ist aber kein Stuhl. Nein. Na ja. Ist ein sehr weicher Stuhl, aber es ist durchaus per Definition. Na, müssen wir drüber reden. Du kannst auch sagen, ein Schaß ist kein Wind, aber. Nein. Das ist so ein Bio-Kunststoff. Nicht Kunststoff.
Bio-Baustoff-Zeugs, dass man für eine Eintagesparty kann man das anmieten beim Partyservice. Das muss man dann nicht zurückbringen oder entsorgen. Das zerfällt nach 24 Stunden. Kannst du aufessen. Macht der Stuhl. Man kann ihn aufessen, ja. Genau. Das ist der 24 Stunden. Papier kannst du die Stühle aufessen. Ja, 24 Stunden ist der heilige Stuhl, ist der 24-Stunden-Stuhl. Der heilige Stuhl. Warum? Ja, weil das ist immer ein Stuhl. Der ist immer heilig, das 24 immer, Stunden. Das ist immer während. Immer Entschuldigung, während. Was heißt, mein Stuhl, auf dem ich sitze, ist auch immer während. Hört die Segel. Na, das ist ein Logenplatz in Le Mans. 24 Stunden Stuhl, ja. Ja, ja. Okay, ja, super. Nein, gefällt mir sehr gut. Das ist, gefällt mir sehr gut. Nein, super. Das ist super. Das ist einmal eine Ecke mehr gedacht, gefällt mir gut. Okay. Wie, was? Ich hab's nicht verstanden. Nein, ich hab's nicht ein Leichtstuhl. Günther, erklärst du die Pointe? Bitte was? Die Pointe vom Flo? Ich hab's schon wieder vergessen. Hier spüren wir was. Ist ein Leihstuhl. Ein Leihstuhl, auch gut. Ja. Und die 48-Stunden-Stuhl gibt's, den 6-Stunden-Stuhl. Was ist der Unterschied zwischen 6 Stunden und 48 Stunden? Die Leihdauer, du Dummchen. Also, der Preis. Nein, es ist vor Ostern, wenn du kannst den Mann, kannst du ja beichten gehen, kann man immer, aber vor Ostern kann man 24 Stunden durchbeichten im Beichtstuhl. Mhm. Ja, aber nur wenn man so ein Lauser ist wie du. Ja. Genau, weil du hast ja 22 Ehejahre aufzuarbeiten. Da kann wirklich, rund um die Uhr kann man beichten gehen, vor Ostern, von Gründonnerstag bis Ostersonntag. Falls irgendwer mal beichten gehen will, 24 Stunden Stuhl. Gibt es auch mit Drive-In? Ja. Wie kann ich euch helfen? Es ist natürlich schwer, das ist so. Also das könnte, na, weiß ich nicht, könnte das ein 24-Stunden-Stuhl sein? Schau mal. Einer, der sich drehen kann, wie eine Uhr im Kreis. Nein, einer, den du für alles verwenden kannst, den du 24 Stunden am Tag mit dem, du kannst am Schreibtisch damit sitzen, du kannst... Am Schreibtisch? Na, beim Schreibtisch. Ach so, okay, ja. Damit sitzen, du kannst beim Küchentisch damit sitzen, du kannst... Also du meinst... Aber mit den meisten Stühlen. So. Du kannst Auto fahren. Aber so ein Allzweckstuhl. Auto fahren, nimmst du halt mit, stand Auto. 24 Stunden verwenden kannst. Ja. Aber 24 Stunden verwendest du keinen Stuhl, weil du mindestens, sage ich einmal, 6 Stunden im Bett liegst. Auch das muss nicht sein, du kannst auch auf diesem Stuhl liegen bequem. Ach so, du kannst ihn auch als Bett verwenden, du kannst einen Stuhl verwenden, 24-Stunden-Stuhl. Ist ein guter Ansatz, geht eigentlich schon in die richtige Richtung. Also es ist ein Möbelstück. Es ist definitiv. Sand wirbt damit, dass er die bestellten Möbel innerhalb von 24 Stunden liefert. Wir haben den 24-Stunden-Stuhl. Mhm. Oder du hast 24 Inbox-Schlüssel, eine Stunde dauert es. Zum Zusammenbauen. Zum Zusammenbauen, ja. Dann fragen wir doch die Lisa Sutter-Lütti und die sagt uns, was der 24-Stunden-Stuhl ist. Ein 24-Stunden-Stuhl kommt überall dort zum Einsatz, wo rund um die Uhr gearbeitet wird, sprich im Pförtnerlogen, Feuerwehrzentralen, Krankenhäuser oder allgemein in Leitstellen. Er ist von außen hin ein ganz normaler Schreibtischsessel, der ergonomisch, robust und leicht abwaschbar ist. Leicht abwaschbar. Leicht abwaschbar, falls beim 24-Stunden-Stuhl dann vielleicht doch mal was in die Hose geht. Ja, offensichtlich. Weil da darf man sich nicht wegbewegen in diesen 24 Stunden. Naja, der Rollendersessel hast du gesehen. Nein, der 24 Stunden, erst 24 Stunden, weil immer so quasi ein anderer kommt. Alle 8 Stunden eine andere Schicht. Ich glaube, ich habe es verstanden. Glaubst du? 3 Schichten gibt es, 3x8 ist 24. Ja. Ja, der Günther Leiner ist nicht deppert, nicht? Ja. Na, das hätte ich gewusst. Ta-ta-ta-ta. Ich freue mich sehr auf das Ding der Woche, meine Damen und Herren. Das ist es. So sieht es aus. Und ich zeige Ihnen, wie ihr Insert, wozu es dient. Und dann, ja, man möchte sich glauben am ersten Blick. Aber das ist es tatsächlich. So. Wirfst du? Nein, du bringst. Nein, es ist, ich glaube, es fliegt schlecht. Das ist so, man müsste es falten zu einem Flieger, dann wird es besser rübersegeln. Aber es ist aus Karton. Ja. Und die wichtigste Mitteilung, glaube ich, wäre da hinten drauf gestanden, aber das habt ihr Feiglinge zugeklebt. Definitiv. Also ich kann sagen, das ist die Auflösung. Ja, dann klätselt es oben. Nein, das tun wir nicht, wir sind ja... Da ist was gefalzt oder da sind so Vertiefungen drin. Darf man die aufmachen, weil die sind geschlossen? Nein, kann man nicht. Ich habe schon bei der Proberunde heute Vormittag es leider schon etwas deformiert, weil ich wissen wollte, wie es funktioniert. Darf man es falten? Darf ich sagen, was es ist?
Und wenn es richtig ist, lass mich gerne trotzdem weiterreden. Okay, sag einmal. Ich glaube, das ist zum Üben, wie man Krawatten bindet. Das ist eine super Antwort. Aber ist falsch. Na, schauen wir mal. Aber die Spannung steigt. Ich meine, du hast echt wie beim Poker, hast da mal was hingelegt. Ja, mir ist jetzt spontan was eingefallen. Und zwar? Das könnte sein, so ein Gerät zum Üben, wie man Krawatten bindet. Ja, so blöd. Und jetzt hat's der Victor aufgelöst. Nein. Ja? Na, Blödsinn, natürlich. Denke ich mal, ja. Aber es war trotzdem lustig. Nein, das ist definitiv kein Gerät. Nein, das ist ein Gerät, wo man übt, wie man Fliegen bindet. Mhm. Ja, genau da. Schüssel nochmal. Wenn man Fliegen bindet, muss man es aber zuerst fangen. Prüfe, wer sich ewig bindet. Die Fliegen muss man fangen und dann kann man sie erst binden. Ja. Ich glaube, die Zeckenimpfung ist auch falsch verstanden. Ich hoffe, es ist Bio. Ah! Ja, das ist zu schnell. Nein, danke. Aber ich schaue dir in dein Gesicht und ich sehe, du weißt auch nicht, was du sagen sollst. So leck. Komm, so, Florian. Ja. Und jetzt kommt wirklich. Das ist ein schadenfreies Publikum. Ein Krawattenstrecker vielleicht, ne? Krawattenstrecker. So wie die Schuhe zum einen stecken, wenn Schuhstecker, Strecker, ja. Ne? Wenn deine Krawatte verschrumpelt ist, weil sie in den Regen gekommen ist oder so. Quasi ein Krawatten-Viagra. Schiebst das eine und dann ist sie, hat sie wieder straff. Oder weil es keine hast, du gehst irgendwo hin, wo du schick angezogen sein musst, du hast keine. In der Edenbar gab es früher so Krawatten, Krawattenpflicht. Instant-Krawatte. Ja, Sakko-Pflicht vor allem, ich musste einmal dort ein Sakko anziehen. Na, alles dann, also vielleicht dort oder auf einem Begräbnis. Auch im Separé? Ja. Da musst du was ausziehen im Separé. Das ist der Grund, dass ich mir vorher ausgeworfen habe. Völlig idiot. Das war der Separé auf Hochdeutsch heißt. Josef, ein Reh. Ja. Moment, langsam, jetzt bin ich wieder nicht. Komm erst nie. Was? Josef, ein Reh. Josef, ein Reh? Separé. Sepp? Josef, ein Reh. Ich bin eher bei den Le Mans-Pointen. Das wird eigentlich weg. Separé. Nein, du bist eh lustig. Ich weiß ja, dass wir heute Leute aus Oberösterreich vom Attersee im Publikum haben. Und ich muss sagen, ihr habt einen Spaß da in Oberösterreich. Voll lustig. Wirklich, total arg. Letzter Vorschlag, das ist eine Stimmgabel für Krawatteltenöre. Schön, super. Gut. Hui, du klingst halt wirklich tief. Ja, ich bin tief. Aber was ist los? Bist du nicht, also? Nein, ein bisschen. Okay. Das kenne ich, glaube ich, von den Geschäften. Mhm. Das Ding. Ja. Und das ist, wenn die Krawatten aus sind, hängen sie das hier und dann wisst ihr, was es gegeben hätte. Aber warum sind dann verschiedene Einkerbungen? Na, vielleicht kann man das wenn beim Hemdenverkauf, vielleicht kann man das so hier hängen, dass sie dir nicht vorstellen, so schaut es mit einer Krawatte aus. Mhm. Also, dass man das so kurz einlegt. Ein Krawattenplacebo oder so. Okay. Ja, gut. Mhm. Nein, aber irgendwie schaut das da oben schaut nach. Nach Geschäft, du hast recht. Also, ich weiß von einem hier im Raum, also nicht im Raum, sondern hier so quasi zwischen Rateteam und Moderation, eine Person, die es mit Sicherheit verwenden könnte. Das wird die Frau sein, Eva. Wahrscheinlich. Ja, aber die hat oft Krawatten, die Eva. Ja. Nein, mein Tuch? Nein. Ach. Ich aus Wicken. Ich bin, glaube ich, also bei den anderen weiß ich nicht, aber also von euch weiß ich nicht, was ihr sonst noch so in eurem Privatleben treibt. Aber ich könnte es definitiv verwenden, würde es aber nicht verwenden. Fürs Radfahren? Ja. Fürs Radfahren? Eine Krawattenklammer fürs Radfahren, wenn du so lange Krawatten trägst, die sonst in die Kette reinkommen. Ja. Natürlich. Und jetzt musst du aufklären. Hinten am Kotflügel, damit der Popo nicht schmutzig wird. Vollkommen richtig. Ja. Bravo! Da gibt's einen. Ja.
Ja, ich habe mich auch in der Redaktion, haben sie mich bisschen präsentiert, haben, na, was ist das so, lieber? Was für dich? Aber warum ist da Krawatten oben? Na, weil es lustig sein. Design. Weil du so ausschaust wie 24-Stunden-Stuhl beim Radfahren. Ja. Wir haben noch einen Fuchsschwanz gehabt. Ja. Wenn du keinen Kotflügel hast. Jetzt muss ich nur schauen, ob ich das also wirklich so schaffe, weil deswegen kommt es auf das Modell an, darum gibt es da verschiedene Einkerbungen, dass du es so quasi also fixieren kannst. Du musst das so machen und so machen. Natürlich der klassische Vorführeffekt. Schon? Wahnsinn. Fertig. Aber Vorschlag. Bravo. Bravo. Ist das tatsächlich jetzt noch Vorschlag. Das ist nämlich echt nicht blöd. Aber wann passiert sowas, dass du den Träger aufkriegst, wenn es rennt? Ja, sicher. Also Vorschlag einfach nicht fahren, wenn es nicht rennt. Ist aber, oder? Man kann sie auch einfach drauflassen, wenn es auch vor dem schön ist. Ja. Aber dann tut es für oben und flattert es für. Ja. Hallo, was gibt es Neues, Redaktion? Ich kann halt nicht kommen, es regnet und ich habe meinen Kotschützer vergessen. Okay, alles klar, ja, macht's der Dominik Heinzel. Alles mit, klar, ciao. Gibt es auch Erfolgsweisheit mit Sattel, ohne Krawatte bis der Saubattel. Schön. Ja, schön. Ja, bitte, geht doch. Bravo, ja. Geht doch. Ja. Ein Kotflügel für Fahrräder. Herbert Flieder aus Wien, 300 Euro Fischergutschein. Danke vielmals für den Kotflügel. So, da, Schnee rein und weiter geht's. Aber wieso kann eigentlich nur die Eva, das und du verwenden? Ich fahre auch meinen Rall. Na, ich eh nicht, ja, denkst du, ich eh nicht. Also du nicht? Nein, ich weiß nicht. Du fährst ich habe ein Rad, wo ein fixer Kotschützer drauf ist. Das habe ich gewusst, dass du sowas hast. Ich habe Kotschützer. Ich habe gewusst, dass du ein Kotschützer. Ein Kotschützer am 24-Stunden-Stuhl. Lauter Reizwörter. Ja, ja, lauter Reizwörter für euch. Das klingt wie ein Werbemail von Greenpeace. Kotschutz jetzt. Engagieren Sie sich. Tun Sie was. Morgen heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in der St. Georgskapelle in Windsor Castle. ORF Königshaus und Hofexperte Karl Hohenlohe kommt jetzt auf den Plan. Hohenlohe. Er ist der Fachmann für fragwürdige Vorkommnisse im englischen Königshaus. Und deswegen haben wir ihn gebeten, uns heute die Promi-Frage zu stellen. Guten Abend, liebes Rateteam. Morgen die große Hochzeit, das lesen wir ja in allen Zeitungen und wir schauen uns das natürlich auch im Fernsehen an. Aber es hat schon vor 50 Jahren ein interessantes royales Ereignis gegeben. Da wurde nämlich Prinz Charles, der ja im Herbst 70 wird, gekrönt zum Prince of Wales. Und das Besondere, da wurde etwas ganz, ganz Spezielles in seine Krone eingearbeitet. Was ist das? Das wollen wir jetzt eine wissen. Eine Miniatur von der Binde von der Camilla. Aber da merkt man, da geht schon ein bisschen eine Spaltung durch den Raum. Und man, die jetzt gelacht und applaudiert haben, sind die klassischen Yellow Press Leser. Ja. Sonst weiß keiner. Hä? Nein, es war ein Tampon. Es war ein Tampon. Entschuldige. Darum habe ich Ui gesagt, weil es falsch war. Und darum habe ich nicht applaudiert, weil es falsch war. Genau. Ja. So, Entschuldige, es war... Ein stilisierter Monatshygieneartikel. Ja, aber ihr habt natürlich vollkommen recht. Ja, weil das. Aber ich möchte das jetzt gar nicht vertiefen. Ja, die haben vielleicht, weiß ich nicht, also jetzt ist er eh schon recht gescheit, früher war er nicht so, haben sie vorne hingeschrieben, dass er weiß, wer es ist. Aber blöderweise wirklich vorne auf Deutsch. Aber vielleicht war das Besondere, sie haben bei den Ohren so Rundungen ausgeschnitten. Das wollte ich gerade sagen. Wirklich, aber Charles, du arbeitest, denke ich. Natürlich, Aufstieg, ja. Damit das gut sie sitzt. So zwei so Ringe haben sie eine da und haben so drunter schon Herr der Ringe. Ja, wir machen einen Flachmann eine montiert, damit sagen können, der hat einen an der Krone. Okay, pass auf. Pass auf. Sie haben einen austauschbaren Zacken eingebaut, damit immer einen Zacken aus der Krone fallen kann. Also höchst ungewöhnlich für eine Krone. Etwas, was man. Soll ich euch die Krone zeigen? Ja, genau. Die hätte bitte. Ja. Bitte, da ist die Krone. So, sieht man auch das ungewöhnliche Teil, das eingebaut wird. Ja, ungewöhnliche Teil. Nein, der hat zum Beispiel, wenn einem ein Zaun ausfällt, sagt er, da habe ich nur eine Krone. Und dann tut er den Doktor eingedeckt.
Nein, die haben hinten einen Blitzableiter eingebaut. Das ist so. Oder ein GPS-Tracker, damit sie wissen, wo er umrennt. Aber ich meine, nein, vor 50 Jahren. Oder? Das war ja, der erste Handymast vor 50 Jahren. Prinz Charles war der Handymast des Commonwealth. Das gefällt mir gut. Das. Das Kugel wird wahrscheinlich das ganze Empire irgendwie widerspiegeln, oder? Das Kugel, was ist mit dem Kugel? Das kann man aufmachen und da sind Tabletten drin. Eine Kinderüberraschung. Aber. Und zwar. Kopfschmerztabletten, weil es von der Krone so schön wegkriegst. Was hast du? Eine Hopfschmerztablette? Kopfschmerztablette. Ich habe eine Hopfschmerztablette. Das ist eine riesen Mottenkugel. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Gegen die Fliegen, damit sich nicht alle Fliegen auf Erbe aufsetzen. Es ist keine Mottenkugel, es war nur im Sinne der Frage etwas ungewöhnliches. Also eine große Mottenkugel auf dieser Krone vielleicht, wäre etwas ungewöhnliches. Ist ein leidenschaftlicher Boccia-Spieler. Aha, dann ist eine Boccia-Kugel. Jetzt wird es aber wärmer. Keine Boccia-Kugel. Polo. Polo, auch keine Polo. Nein, Polo. Kein Polo. Golf. Golf, nein, viel zu schwer. Der Golfball ist viel zu schwer. Cricket. Leichter. Cricket. Ping-Pong. Nein, der Karl Hohnlohe. Karl Hohnlohe, bitte übernehmen Sie. Lieber Karl Hohnlohe, was haben Sie ihm da oben eingebaut? Ein Tennisball. Ja, der kann sich oben legen. Ja, bei dem für eine Krone doch irgendwie ein wenig ausgefallenen Gegenstand handelt es sich um einen Tischtennisball. Gehobenen Kreisen sagt man Tischtennis, wir sagen Ping-Pong. Der wurde in die Krone eingearbeitet. Er wurde vergoldet und als Weltkugel gestaltet. Das Ganze aus Gold zu machen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu teuer gewesen. Dankeschön, Kari Hohler. Entschuldigung, Florian Schreiber, du hast Ping-Pong gesagt. Aber du hast gerade, was der Kari gesagt hat. In meinen Kreisen sagt man Tischtennisball. Tut mir so leid. Danke, Florian Schreiber. Aber Godi muss er kriegen. Ein Godi kriegt er natürlich. Ping-Pong ist ja Fußballspieler. So, das ist alles die perfekte Einstimmung auf den morgigen Hochzeitstag zwischen Prinz Harry und Meghan Markle. Und ich habe mir gedacht, eine Hochzeitsfrage sollte noch sein. Ja? Wollt ihr noch eine Hochzeitsfrage? Ja, unbedingt. Ich möchte mich wissen, was ist ein Hochzeitssitz? Der 24-Stunden-Sitz, der heiratet. It's my boy. Ja. Sitz. Der Hochzeitssitz. Ja, der Hochzeitssitz ist das Häuschen, das die Gnädige geschenkt bekommen hat zur Vermählung. Der Hochzeitssitz? Ist so quasi das Wochenendhäuschen, das so quasi die Morgengabe war. Ich habe für dich ein kleines Wochenendhäuschen da im Südsteiermark auf dem Hügel. Mhm. Das ist quasi der Hochzeitssitz. Könnte doch sein, wenn es bei uns im Dorf, bei der Hochzeit müssen sie schon, da geht der Bräutigam dann die Braut abholen am Weg, gehen sie überall rein zu den Verwandten und so und überall müssen sie was trinken. Ja. Da ist ein bisschen an Sitzen. Der kommt schon mit seinem Damenspitz in die Kirchen. Das kenne ich. Das ist oder gut. Das ist, Hochzeitssitz ist, wenn man sich sehr vorsichtig hinsetzt, damit man das eigene Hochzeitswerkzeug nicht beschädigt. Also so groß ist er. Kannst du das einmal vorsagen? Ja, du könntest das wissen. Eigentlich du könntest das wissen. Du Eva? Also die Damen haben den Hochzeitstag. Moment, weil ich eine Burgenländerin bin? Nein, weil du die Einzige bist, die noch nie verheiratet war. Weil ich... Stimmt das wirklich? So wie man anständig am Fahrrad... Ich weiß nicht, ob du noch nie verheiratet warst. Stimmt das nicht? Nein, ich war auch nie verheiratet. Also du warst verheiratet? Ich war mal verheiratet, ja. Du bist auch? Ja. Also dann könntest du nur... Ja. Na, du hast etwas... Ja, du hast definitiv etwas gemacht, was die anderen vier noch nie gemacht haben. Ich glaube, du hast schon öfter Sachen gemacht, die wir nicht haben. Ja, aber auch, ja. Pass auf! Also, da fällt mir spontan ein Klo putzen. Ich glaube, ich habe es schon oft gemacht. Echt? Da fällt mir noch spontan ein Kinder kriegen. Ja, nein, aber du hast es nicht, also du hast es im
Jetzt kommt es gleich drauf. Auf du der hast, Bühne gemacht? Nein, du hast es im Lichte der Öffentlichkeit gemacht, was die anderen und nicht gemacht haben. Und ihr wisst es aber? Ja, nur der Oliver, ich weiß nichts. Echt, habt ihr euch filmen lassen dabei? Da gibt es ein Video, ist das auf YouTube? Nein, aber das, YouTube nicht. Das führt zu der Thematik, womit der Hochzeitssitz zu tun hat. Eva, was, wenn du ein Spitzer hast, erzählst du ja alles. Ja, das schon, aber ich merke mir nicht, was ich erzählt habe. Du hast gar nichts erzählt, du hast etwas getan, hat jeder hier der Anwesenden mitbekommen und das hat thematisch mit dem Hochzeitssitz zu tun. Und wenn du drauf heute kommst. Heute habe ich das gemacht? Na, heute hast du es nicht gemacht. Du hast ein Buch geschrieben. Aber du hast es auch. Jetzt wird dann weiß es. Ja, du gesungen hast. Hast du es jeden Freitag gemacht? Jeden Freitag mache ich es? Nein, nicht. Nein, hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Macht es alleine oder mit wem? Sie hat es immer mit wem gemacht. Sie hat es immer mit wem und gemacht. Und du warst auch dabei? Ich war einmal dabei. Na, hey, wieso hast du mit mir noch nie gemacht? Yoga! Nein, das ist... Yoga. Ich war einmal live dabei und sonst war ich immer in der Ferne dabei. Tom, hast du es immer zugeschaut? Mhm. Ich schwimme mich damit zu. Warst du mal in einer Piepshow? Ja. Nicht in der Öffentlichkeit gemacht? Ja, das ist voll in der Öffentlichkeit. Und du warst einmal dabei einmal am Freitag? War ich dabei, ja. Na geh bitte jetzt! Ja, das ist ja schon viel lustiger als die Frau. Na, was tust du am Freitag? Du hast Tischtennis spielen, was tust du? Na, du tust offensichtlich für am Freitag, kannst du nicht. Es ist halt schon ein bisschen her. Also ich. Was her? Yoga. Fünf Jahre ist her. Das gibt's jetzt nicht. Und du warst ja traurig, wie du es dann nicht mehr gemacht hast am Freitag. Man, ich weiß die Antwort nicht, aber ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ja, das ist der Neujahr, Eva. Und ich weiß noch mit dem, du hast es mit dem Thomas gemacht. Welchen Thomas? Mit dem Thomas. Mit dem Maurer? Nein. Habt ihr ein Haus gebaut? Mit dem Stiebschitz? Nein. Mit was für ein Thomas? Wissen Sie schon, wovon ich rede? Dancing Stars 2012. Oh, ja. Das hast du recht verdrängt, die Arme. Jetzt ist ein Trauma aufgeregt. Ja, das war. Wir ändern die Frage. Die Frage lautete, was hat Eva am Freitag gemacht? Den Hochzeitssitz. So, und jetzt sind wir thematisch beim Hochzeitssitz. Das ist eine Figur beim Rumba. Und das soll uns jetzt weiterhelfen? Ja, natürlich. Wir haben schon gelöst, Eva. Wir haben es gerade gesagt, Rumba stimmt nicht, das R kannst du noch verwenden. Eine Tanzfigur ist es? Das sicher. Und naja, genau. Beim Hochzeitspolka. Beim Ratatouille. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, Baby. It's Rock'n'Roll, Baby. Das war gut, das war viel lustiger als die Folge. Das ist, wenn man am Fuhren so aufspringt. Ja! Genau, wenn du so wie aufspringst und das schaut dann aus, als würde er dich über die Schwelle tragen. Aber das mache ich öfter, nicht nur am Freitag. Und nicht nur mit Thomas. Das mit Freitag hat mich in die Irre geführt. Ja, es war Freitag, Dancing Stars ja, war schon, immer Freitag. Aber, ich glaube, Eva, so haben wir uns damals kennengelernt. Bin ich dir auch angesprungen? Du bist nicht so nur ihn angesprungen. Und ich bin einmal war ich live dabei, wie du. Das stimmt! Sinner, schau, löst sich alles auf. Jetzt natürlich! Ich komme mir gerade vor wie bei Hercule Poirot. Ja, so ja, ja. Die ganzen Messerschaden-Analyse. Aber mir ist das so peinlich, dass ich so viel hinweise und ich komme nicht drauf. Das ist mein Leben, aber. Du musst ja, ich hab's lustig gefunden. Ich bedanke mich bei Martha Heimberger aus Machersdorf für den Weddings, für den Hochzeitssitz. Danke vielmals! Danke bei meinem hervorragenden Rateteam, bei Ihnen hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen schon am nächsten Freitag. Bei Was gibt es Neues? Alles Liebe für das Neue.